Der Film beschäftigt sich mit dem Einfluss des Luftverhältnisses auf Drehmoment und Kraftstoffverbrauch. Wir sehen auf der linken Seite das Drehmoment aufgetragen, unten das Luftverhältnis Lambda und rechts den spezifischen Kraftstoffverbrauch. Wir haben bei einem Lambda-Wert von 0,9 das höchste Drehmoment erreicht. Das bedeutet, dass der Motor bei etwas zu fettem Gemisch seine höchste Leistung bringt. Allerdings ist der spezifische Kraftstoffverbrauch in diesem Falle sehr hoch. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei einem Lambda-Wert von ca. 1,1 der niedrigste spezifische Kraftstoffverbrauch B-effektiv erreicht wird. Das bedeutet, dass bei einem mageren Gemisch zwar der spezifische Kraftstoffverbrauch sinkt, aber auch die Leistung des Motors. Um einen optimalen Kompromiss zwischen hohem Drehmoment und niedrigem spezifischen Kraftstoffverbrauch zu erhalten, sollte ein Luftverhältnis von Lambda gleich 1 möglichst genau eingehalten werden. Man kann allgemein sagen, je weiter das Gemisch anfettet, desto höher ist der spezifische Kraftstoffverbrauch, aber auch die Motorleistung, und je weiter das Gemisch abmagert, umso niedriger ist das Drehmoment und damit auch der spezifische Kraftstoffverbrauch.